Diese Übung könnt ihr mit 4 oder mehr Spielern machen. Ihr benötigt Bälle und einen Basketballkorb. Spieler E steht mit Ballwagen auf der einen Seite des Netzes, die anderen Spieler stehen auf der anderen Seite des Netzes. Ein Spieler, Spieler B, steht mit der rechten Schulter auf der Zuspielposition am Netz. Spieler C steht auf der Angriffsposition am Netz. Spieler A steht im Feld, weitere Spieler stellen sich hinter ihm außerhalb des Feldes an. Spieler E wirft nun den Ball über das Netz zu Spieler A. Spieler A baggert den Ball zu Spieler B ans Netz. Spieler B pritscht den Ball parallel zum Netz zu Spieler C. Spieler C pritscht den Ball über das Netz in einen Basketballkorb. Nach jedem Durchgang wechseln Spieler A, B und C und weitere Spieler eine Position weiter. Spieler A rutscht also ins Zuspiel, der Zuspieler wird zum Angreifer, der Angreifer holt seinen Ball und stellt sich wieder hinten an. Spieler E bleibt für ca. 10 Bälle Werfer, dann wird er gewechselt.